Hallo liebe Krypto-Family, ich hoffe es geht euch allen gut. Ja, wie es wieder aussieht, scheint die Sonne, ja, das ist immer wichtig, ja, dann geht es uns allen ein bisschen besser. So, ja, heute es gibt wieder einen Real Talk und zwar wieder ein bisschen den Mahnfinger nach oben. Mich haben da wieder einige meiner Crew angeschrieben, dass sie Private-Nachrichten erhalten haben zum Thema, kannst du mir helfen, ich bin mit zu hohen Hebel rein und so etc. Ja, liebe Freunde, ich kann es nur immer wieder wiederholen. Es geht nicht mehr. Wir müssen es auch immer wiederholen. Natürlich kommen immer wieder neue Leute rein. So, ich sage es jetzt nochmal, wie es ist. Ja, ich werde euch auch, und das verspreche ich auch, wir werden auch auf jeden Fall so ein Skalierungsvideo, ein Skalpierungsvideo machen, ja, wo ihr sehen könnt, wie man einen Trade erfolgreich, risikolos hochhebelt. Ja, das werde ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Aber, und das ist mir jetzt eben auch ein bisschen wichtig, damit ihr das auch ein bisschen versteht, solange ihr kein Profi-Trader seid. Und wenn ihr jetzt euch fragt, ja, woran will man denn erkennen, ob jemand Profi ist? Ein Profi kommt nicht zu dir und sagt, ich bin mit Hebel 20 drin, hilf mir raus. Ja. Der weiß selber, wie man rauskommt. Da geht es nicht um das. Ja. Es geht darum, dass ihr nicht mit einem höheren Hebel als X3 in die Trades hineingehen sollt. Man hat immer die Möglichkeit, seine Trades aufzubauen. Das Problem ist oft die Ungeduld des Menschen. Ja. Man ist ungeduldig, man weiß nicht, was man tun soll und dann passiert eben das Ganze. Und das möchte ich ein bisschen vermeiden. Aus diesem Grund auch nochmal hier von meiner Seite her noch einmal den Mahnfinger hoch. Und Leute, ihr tut euch selbst kein Gefallen, wenn ihr mit zu hohen Hebel reingeht. Ja, was passiert? Ja, in der Regel ist es dann noch so, ihr seid im Profit, dann werdet ihr gierig, ja, und denkt, oh, das sieht ja super aus, da bleibe ich jetzt noch drin, statt dann eben mal zu sagen, ich ziehe mal Profite und habe mein Stop-Loss hoch. Ja. Oder ihr geht dann noch viel schlimmer, das schlimmere Szenario ist, ihr geht zu spät rein in den Trade und werdet dann, ja, und das ist ja noch schlimmer, und werdet dann von eurem Trade hinaus, werdet ihr dann direkt in die Verlustzone reinkatapultiert, weil ihr die Charts falsch gelesen habt. Oder ihr habt auf jemanden gehört, der das Chartlesen falsch empfohlen hat. Oder was auch sein kann, ist, dass mal ein Chart nicht aufgeht. Damit müsst ihr immer rechnen. Es muss nicht immer jedes Chartbild 1 zu 1 aufgehen. Ja, der Chart ist eine technische Analyse, die beruht sich aus den Werten der Vergangenheit mit dem verkaufspsychologischen und kaufspsychologischen Background. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn jetzt aber eine FOMO-Meldung kommt oder eine Food-Meldung, wie zum Beispiel, wie es damals mit China war, China verbietet sämtliche Kryptowährungen, oder jetzt kommt dann plötzlich und das heißt, ja, die ganze EU verzichtet oder verbietet Kryptowährungen. Leute, was macht ihr dann? Dann ist von heute auf morgen der Crypto-Space vorbei, übertrieben gesagt. Und dann geht es runter. Dann geht es richtig runter, obwohl vielleicht ihr gerade in einem Falling Wedge wärt oder so. Das sind immer so Sachen, man muss jeden Trade, den man einsteigt, mindestens 30% absichern und auch das ist noch keine 100%ige Garantie. Und das geht auch nur, wenn ihr nicht so hohe Hebel habt. Wie willst du denn mit einem X20 30% Preistarget abdecken? Da reden wir von einem, da reden wir von 600%. Das geht doch gar nicht. Das ist unmöglich, oder? Also das müsst ihr mal ein bisschen ausrechnen, oder? Und da müsst ihr halt einfach von eurer Seite her ein bisschen realistisch bleiben und sagen, okay, ich bleibe lieber konservativ im Trade, dafür mache ich langfristig mehr Profite. Ihr könnt auch nur mit X3 tägliche kurze Profite ziehen. Dann müsst ihr nicht im 4-Stunden-Chart arbeiten, dann arbeitet ihr zum Beispiel im Halbstunden- oder im Stunden-Chart. Dann geht ihr mit Hebel X3 rein, nachher Hand den Pattern, so wie ihr es bei mir gelernt habt. Sobald ihr einen gewissen Betrag plus habt, geht ihr wieder raus. Das geht, man muss es halt nur machen wollen. Ja. So, also ich hoffe, der Appell kommt noch mal ein bisschen in die Ohren
und in die, vor allem hier ins Hinterköpfchen hinein. Ja, und haltet einfach, das Wichtigste ist euer Risk Management. Euer Risk Management kann nicht ein Mod von mir oder einer von meinem Staff-Team euch durchmanagen. Das geht nicht, ja, weil die wissen nicht, wie viel habt ihr noch im Asset und so weiter und so fort. Und dann müsst ihr wirklich selbstständig, und das seid ihr auch selber verantwortlich, wenn mal was schief geht, müsst ihr in der Lage sein, diesen negativen Trade in was Positives zu wandeln. Und das geht nur, wenn ihr genügend Kapital im Asset lässt und gleichzeitig nicht zu hohe Hebel verwendet. So, das war's von meiner Seite her, von meinem Appell. Ich sage Tschüss aus der Schweiz und bis zum nächsten Video. Ciao zusammen.